Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Dann los! Okay. Unten bleibt! Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Tage. Wir haben uns hart zugesetzt. Eindringlinge. So. Ellie. Hier lang. Sieh. Hier durch. Los, los. Das ist ein guter Scharfschütze, würde nicht wie ein Ehrer hier rumschießen. Ich meine ja nur. Was jetzt? Unten durch. Ja, ja. Ja, ja. Oder warst du nochmal links durch? Ich sehe halt nicht wahnsinnig viel. Hey, hier drüben! Cuidado! Vergiss die Straße! Shit! Okay, was sollen wir machen? Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Bin direkt hinter dir. Los! For real? Das. Der Karren fällt auseinander! Wir müssen weg! Los, los! Fuck, er ist gut! Ach, wirklich? Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Da läuft immer noch was? Vielleicht gerade im Moment. Shit. Okay, ich brauche nichts mehr. Das ist ein schießwidriger Typ. Das lassen wir aber mal so stehen. Ich komme hier nicht durch. Manny. Sie zu uns. Bereit machen. Los, komm auf die Brücke.
Ja, jetzt chill doch. Ich wechsle gerade die Waffe, ey. So gut ist er nicht als Scharfschütze. Ich habe noch nie einen Scharfschützen gesehen, der wie ein Bescheuerter um sich rumschießt. Aber ist gut. Komisch, dass er mich da getroffen hat. Der Typ hört nicht auf. Ich weiß. Chandler. Okay, wir müssen nochmal zurückfahren. Wir müssen zur Brücke, bevor er abhaut. Ja. Also das mit den Infizierten, dass er sie anlockt, das ist schon gut. Das ist schon nicht schlecht. Aber dass er vorhin wie ein Wilder geschossen hat, ist ein bisschen... Ich kann's kaum abwarten, ihn zu kriegen. Speziell. Weißt du was, wir fertigen jetzt mal kurz ein neues Medi-Dings an, weil er hat schon ein paar gute Hits gelandet jetzt. Ja, warte. Ganz entspannt. Wir arbeiten dran. Oh, shit. Geh vor, ich geb Deckung. Dahin. Er kann nicht weit sein. Runter! Verdammt! Krieg ich das nicht nach vorne geschoben? Okay, noch ein Medikit, weil... Wo ist er hin? Er ist zu schnell unterwegs. Ist das Tommy? Ich glaube, es ist Tommy. Siehst du ihn? Flankier ihn! Da! Da! Hab ihn verloren!
Scheiß drauf. Lass es. Es ist safe Tommy, gegen den wir kämpfen. Spielt keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm, wir nehmen das Boot. Wo sind denn alle? Keine Wachen? Die nutzen diese Ecke der Insel nicht. Okay, jetzt sind wir auf der Scar-Insel. Den Scars, also von den Seraphiten, wenn man so will. Das ist ja die Insel, auf der sie leben. Guck, Les Boot. Wir müssen ihn einholen. Weißt du, wohin er will? Aus unserem Haus. Weil dort unsere Mom ist. Wie weit ist es? Über die Insel. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Ich mag die Eichhörnchen. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Der Tod ist shit. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem.
Ja, Sam, wir haben ja einen... Du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Wir haben gesehen, wie Tommy ihn getötet hat. Kacke, ne? Ich fand am Anfang, fand ich, dass er so wild rumgeballert hat, überhaupt nicht geil als Scharfschütze. Mit den Infected war es dann gut. Aber ist eine weirde Situation, auf einmal auf der anderen Seite zu stehen und es nicht mehr 100% unterstützen zu können. Abby, ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Das, ja, nur für den Fall. Nein, ich will... Die Münzen interessieren mich nicht. Okay. Fuck. Kennst du die? Ich hab sie schon mal gesehen. Tut mir leid. Wegen deiner Freunde. Nicht zu ändern. Sonntag. Scott und ich haben die Ostküste gegen 0300 erreicht. Die Information der Gefangenen war tatsächlich mal nützlich. Kein direkter Widerstand. Wir suchen jetzt einen höheren Standort, um uns zu orientieren. 037. Die größte Ansammlung von Gebäuden befindet sich auf der Südseite im Norden und Osten sind Farmen und eine Art Holzfällerlager. Kleinere Ansammlungen von Gebäuden sind auf der ganzen Insel verstreut. Alle Holzhäuser nach dem Ausbruch erbaut. Diese Freaks meinen es tatsächlich ernst, damit, dass sie von dem leben wollen, was die Erde ihnen schenkt. Wir werden näher an eins ihrer Dörfer herangehen. 10:15. Wir warten in einem alten Gebäude im Zentrum der Insel auf den Einbruch der Nacht. Die Skars haben in diesem Gebiet noch nichts abgerissen und neu aufgebaut. Könnte ein guter Sammelpunkt für uns sein. Ihre Anzahl ist beunruhigend. Es sind deutlich mehr, als wir dachten. Die Dörfer sind gut gesichert und ihre Patrouillen über die Insel sind gut organisiert und häufig. Wir haben mehr Informationen gesammelt als gedacht und machen uns auf den Rückweg. Montag, 0400. Bei der Rückkehr zum Landeplatz haben wir unser Boot gesunken vorgefunden. Es wurde zerstört. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen irgendwie anders von der Insel runter. Abby, warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Okay. Oh. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Haven. Unseres liegt dahinter. Nicht Rödel. Sie könnten dich sehen. Wir haben echt schönes aufgebaut hier. Keep smiling, dankeschön für die 8 Monate. Dankeschön, dankeschön. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Ja, shit. Verdammt, Isaac. Wir kürzen durch das Holzlager ab. Wie viele Leute leben hier? Etwa 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Also 500 Soldaten, 700 die wahrscheinlich, also 200 die nach 200, 250 die dann sicher noch kämpfen werden. Okay.
bin so frei, ich gehe hier mal innen durch. Also man muss das eh ja schon lassen. Sie haben sich hier doch schon was sehr Schönes aufgebaut. Ja, wenn ich noch mehr Sprengstoff hätte, kann ich tatsächlich was machen. Markus, verteile das Wildfleisch wie folgt. Moment. Viele Hüfte, älteste Dunkern, Rücken, Oberschale, Unterschale, älteste Konstanz wahrscheinlich. Roastbeef, Walter, er muss für seine gute Ernte belohnt werden. Brust, Rippen, Harper und ihre Familie. Älteste Dunkern möchte, dass sie für die Leitung des Angriffs auf das Wolf-Lager letzten Monat belohnt wird. Schulter und Reste, Lehrerin, Lyra und ihre Familie. August will außerdem das Fell haben. Er hat versprochen, dass Ezra uns dafür uns dafür neue Ausbeinmesser macht. Keine Ahnung, was das ist, ein Ausbeinmesser. Siehe zu, dass er seinen Teil der Abmachung einhält. Gib das Geweih irgendjemanden, von dem du meinst, dass er es verdient hat. Sie führe dich. Lucia. Okay. Wo sind alle? Also, es erinnert mich so ein bisschen an die Amish, okay? Also jetzt nicht der Fanatismus in Bezug auf, wie die hier fanatisch sind, aber einfach so vom Stil. Alles aus Holz, ne, und keine Elektrizität, Feuer und so weiter und so fort. Hat ja was. Das Ausbahnmesser ist ein Messer, das für die Entfernung von Knochen und das Enthäuten von Fleisch oder Geflügel verwendet wird. Okay, das reicht mir schon als Info. Kann ich hier rein? Nein. Möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Das ist voll schön. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Okay. Wir müssen da hochklettern. Ich höre aber auf der anderen Seite höre ich jemanden reden. Mach mal das Licht aus. Ich habe Angst, dass mich jemand sieht wegen dem Licht. Hörst du's? Bringt sie in Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Wie kommen wir hier durch? Das Tor ist abgesperrt. Die Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja. Da können wir durch. Perfekt. Dann los. Schließt das Tor! Regelt das Lager ab! Da drüben. Der hat einen Bogen. Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht.